bin Neoblade und dass das Tribute to Bonch war. Mit meinen SQs bin ich ganz zufrieden. Die könnt ihr auf GG Tracker kontrollieren. Solltet dann Master oder Grandmaster Spending Skill haben. Oder SC2 Replay Stats könnt ihr sie kontrollieren. Auf SC2 Replay Stats sind sie etwas höher als auf GG Tracker. Also das hier wäre bei GG Tracker so eine 95, denke ich mal. Also 90 bis 100 ungefähr. Und das wäre eine 85 bis 90 oder 80 bis 90. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir spielen Unranked mit Zerg. In der nächsten Folge werde ich einfach auch mal einen Ranked-Account ausprobieren. Und dann sind wir mit Zerg aber auch schon durch. Timings und Benchmarks klappt bei mir überhaupt nicht. Injects klappen bei mir im Kampf überhaupt nicht. Geld unten halten klappt gar nicht. Und vielleicht schaffen wir es heute mal, bei 800 Mineralien das Spiel zu verlassen. Das muss mit Roaches machbar sein. Unter 800 Mineralien zu bleiben. Mr. Leroy, den kenne ich, glaube ich, sogar irgendwo her. Und ich vergesse immer den Drone Scout, stelle ich dabei fest. Die BO ist so kompliziert für mich. So. Ich werde sogar beleidigt. Okay, spielen wir Hedge First. Schon von der BO abgewichen. Weil ich mich habe beleidigen lassen und deswegen die BO nicht eingehalten habe, aber Hedge First mit 18 Gas, 17 Pool sollte gehen. Ich halte mich echt nicht an Timings und Benchmarks. Echt ganz bitter und dann machen wir jetzt mal den Drone Scout. Fahren hier nur die Rampe hoch, falls er gewallt hat. Overlord brauchen wir bei Hedge First nicht so früh. Brauchen wir erst jetzt. Overlord, Overlord, Overlord. So. Soll ich zwei Queens bauen? Okay, das sieht nach Proxy Barracks aus. Ja. Ja, das sieht nach Proxy Reaper aus. Okay. Bauen wir mal Queens. Und wir brauchen Linkspeed. Oder ist es einfach der schlechteste Terraner, den es gibt? Aber ich glaube, da sind sie, ja. Suchen wir mal die Proxy Rex. Gucken wir, ob er expandiert. Ne, da kommen noch mehr. Alles hier hin. Und wir bauen weiter Queens.
Wenn Linkspeed fertig ist, sollte das Gedöns vorbei sein. Und das war's. So, das bedeutet, ich spiele auch einen Baneling Bust. Weil auf so einen Scheiß habe ich keinen Bock. Sollten wir sogar theoretisch... Hab wieder die Injects vergessen? Okay, spielen wir. We require more minerals. Not enough energy. Das sollte es für dich gewesen sein, lieber Terraner. So, Proxy Rex Cheese, dann dürft ihr komplett improvisieren, so wie ich gerade. So, Aufnahme läuft noch. Ich glaube, ich habe mein Geld relativ gut unten gehalten, aber okay. Ja, also TSC sieht bei mir gut aus, also in dem einen Spiel war es aber nicht gut. Da ich die Länge verschwendet habe, war schlecht. Ich habe gedacht, ich komme da durch. Gut, mein erstes ZVZ. Da bin ich echt gespannt. Da werde ich mir sofort eine zusätzliche Queen gönnen.
So, Timings und Benchmarks schon wieder verhauen. Der soll bei 46 kommen, der Pool. Ja, kam jetzt bei 48 oder so. So. Dann bauen wir jetzt eine Hedge. Fahren wir noch nicht runter. Erstmal eine Kameraposition. Jetzt langsam runterfahren. Hoch, zack. Good luck, have fun. Zwischen den Kamerapositionen wechseln. Hervorragend. Aber ich habe schon geschrieben, yep. Bienen bauen. Dann brauchen wir gleich einen Overlord. War zu spät, ja. Ich gönne mir eine zusätzliche Queen. Ich gönne mir einen Spinecrawler. So. Leer. Roachwochen, zweites Gas. Achso, Evo Chamber. Ich gönne mir auch Zwillinge für die Watchtower. So verbinden wir unsere zukünftigen Basen. Okay, da kommt der Creep Spread, dann hauen wir da mal ab. Ding ist vergessen. Weiß jetzt nicht, der Roach Speed kam, also Roach Speed hier. Oh, kommt viel zu spät. Fast eine Minute, 40 Sekunden auf jeden Fall. Aber wir können jetzt Roaches bauen. So, ich brauche eine Makro-Hatch. Also Makro-Hatch werden normalerweise in der Basis gebaut. Gas nicht genommen, also haben wir auch kein Gas. Makro-Hatch. Er baut. Okay.
Jetzt müssen wir mal einen Overlord reinschicken, um zu gucken, was er so baut. Und ich bin konstant supply blocked. Vor 20 Sekunden hätten wir loslaufen sollen. Nehmen jetzt ein Gas mehr. Da kommt was. Das wirst du nicht gewinnen, lieber Zerg. So, bauen wir mal hier für 8 Drohnen. So, rennen wir gerade nochmal zurück. Macht mal einen schönen Creep kaputt, aber dafür wird er jetzt gleich sterben. Jetzt machen wir nämlich A-Move in seine Basis. Kameraposition. Jetzt ziehen wir uns nochmal zurück. Frage ist, wo baut er? Seine nächste Base. Injecten, injecten, injecten. Overlords bauen und Roaches. Jetzt haben wir ein ganz gutes Gasverhältnis. Das sollte es jetzt auch gewesen sein für den Kampf. Injecten, injecten, injecten. Nein, du rennst nicht weg. Basis nehmen. Ich glaube, ich bleibe auch jetzt unter 300 Mineralien. So, jetzt mal hier mal eine Roach. Injecten, injecten, injecten. Overlords bauen. Und Roaches, 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 Roaches. Okay. So, Creep Spread. Das Spiel hat mir vom Oko Cycle her gut gefallen. Auch wenn ich manchmal die Overlords vergessen habe, das wird man auch. Das wird man. Ja. Also da hatte ich schon mal wenig kleiner. Ich glaube, ich hatte mal 17 Sekunden oder so. Geht aber noch. Army Value, Workers Active. Wundert mich letztendlich. Also ich glaube, dass wenn jemand mit Speedlingen und Banelingen eröffnet, wird es ganz haarig. Aber gut, ich habe.
Ja, ich glaube, die Folge wird zu lang, wenn wir jetzt noch das Replay gucken. Ich gucke mir den SQ gerade nochmal an. Das geht ja einigermaßen schnell. Also wie gesagt, man kann Spending-Quotient problemlos googeln. Und ihr solltet halt, wie gesagt, bei GG-Tracker und dem ganzen Kram sowas haben. Also da merkt man, okay. Ich muss mich anscheinend als Zerg einspielen, denn mein SQ ist die ganze Zeit gestiegen. Und woran liegt das? Mein Okko-Cycle ist von Spiel zu Spiel besser geworden. Na, okay, da, die Problematik ist, ohne Creep Queen habe ich natürlich keinen Creep Spread. Logisch. Na, und hier habe ich zwei Linge gebaut, die Watchtower eingenommen, wusste ungefähr, was er tut. Der Gegner hat mich auch in Ruhe gelassen. Ja, Timings und Benchmarks sind ein Riesenproblem für mich mit dem Build Order. Das, ja, ich muss die BO mehr üben. Also das da führt, ich muss mir den Salt nehmen und trainieren, trainieren, trainieren. Und Neo-MT auf Bronze stellen, trainieren, 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 trainieren. Oder Neo-MT Roberto Frost, wenn euch das besser gefällt. Aber ich, was auch immer an der BO schwer ist. Ich weiß noch im Moment noch überhaupt nicht, was schwer ist, weil hier steht alles. Also bei 100 Gas leer, zweites Gas Evo Chamber. Das ist total easy peasy. Aber ich krieg's nicht auf die Kette. Also ich schaffe es nicht, 100 Supply bei 5 Minuten 50 zu haben. Haben wir in keinem Spiel gesehen. Und ich habe immer wieder Probleme, unter Druck zu injecten. Also meine Queens kriegen immer mehr als 50 Energie. Gut, ich wünsche euch was. Bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.